Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Dogs Love. Ich bin Jana und das hier ist Akana. Heute geht es um die Fragen und Antworten aus dem Bereich Hoopers. Und eine Zuschauerin hat gefragt, was denn der Unterschied zwischen einem Außen und einem Weg ist. Ich habe euch das bisher nur in Part 18 meiner Hoopers-Serie erklärt. Und zwar habe ich da aber auch mit reingenommen, wann ihr welches Kommando anwenden könnt, was da am besten ist, wann man eben ein Weg und ein Außen anwendet. Aber das eben alles in Bezug auf einen größeren Parcours. Jetzt hier als Einzelsequenz habe ich das noch nicht gebracht. Deswegen, heute erfahrt ihr es in Kürze und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Im Übrigen könnt ihr dieses Training, das ich euch jetzt anhand der Hoops zeige, natürlich auch machen, wenn ihr jetzt nicht im Hoopers unterwegs seid. Dann denkt ihr euch die Hoops einfach weg, setzt euren Hund einfach irgendwie ab, weiter weg von der Tonne, so dass aber euer Hund noch eben das Außen oder das Weg schaffen kann und übt dann eben das ohne Hoops. Bei der Frage ging es speziell darum, dass man den Hund immer auf derselben Seite hat und eben einmal das Weg sagt und einmal das Außen und je nachdem ist halt die Frage, was muss der Hund dabei tun, damit das auch richtig ausgeführt wird. Wir machen es nachher auch noch mit links, damit ihr das auch noch mal seht, falls ihr da Schwierigkeiten habt umzudenken. Jetzt fangen wir aber erstmal eben mit dem Führbereich auf der rechten Seite an, also vom Hund aus gesehen rechts. Und das Außen ist auf jeden Fall immer, ihr könnt es euch so merken, auf der entfernten Seite von euch aus gesehen. Das heißt, ihr seid der Mittelpunkt. Da ist das Element, das wir als Außen ansehen, nämlich die Tonne. Und dann haben wir eben den Hund und der soll auf der entfernten Seite von uns an der Tonne vorbeilaufen, um ein Außen zu machen. Lauf, Außen! Lauf! Hier ist super! Und wenn wir jetzt aber einen Weg wollen, also dieses typische Weg, was man von Hoopers eben kennt, dann ist es eben so, dass ihr von eurem Punkt, wo ihr steht, die Innenseite anvisieren müsst. Das heißt, der Hund muss irgendwie an der Innenseite vorbei und dann geht der Laufweg aber auch eben nicht hier irgendwo wieder weiter, weil das würde dann nicht funktionieren im Normalfall. Da macht man dann einen Außen im Parcours, da stellt euch auch keiner normalerweise sowas Seltsames, sondern es geht dann wirklich bei einem Weg irgendwo nach hinten, zur Seite, in die Richtung zur Seite, also wirklich ja, auf die Entfernung von euch, in die entgegengesetzte Richtung von euch sozusagen, so dass der Hund euch im Rücken hat. Lauf, weg, lauf, ja super! So, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, ich habe jetzt den Hub verstellt, sodass wir hier eben einfach auch die linke Seite zeigen können. Ich habe den jetzt auch ein bisschen anders gedreht, damit ihr auch seht, so kann es auch eben mal sein, dass der Hund eben dann so lang muss, wenn er das weggemacht hat. Jetzt aber einfach, damit jeder auch die linke Seite versteht, auch nochmal zwei Beispiele mit einem Außen und Weg von dieser Richtung her. Lauf, Außen, Lauf, super! Also wie vorhin auch, euer Punkt ist der Punkt, von dem ihr ausgeht. Dann überlegt ihr euch, wo es das Außen oder Weg eben sein soll, an welchem Element. Hier wieder diese blaue Tonne. Hier wie gerade eben auch, der Hund muss außen um die Tonne herum bei einem Außen, also auf der entfernten Seite von euch vorbei. Und bei einem Weg, das wir jetzt haben, da muss es eben innen herum gehen, auf der an euch näher liegenden Seite der Tonne. Weg! Lauf! Yeah, super! Ja, wie ihr seht, ist es egal, wo genau der Hub hinten steht. Hauptsache, der Hund kommt hier vorne an der Tonne vorbei und geht dann eben in irgendeinen Bereich hier hinten weiter. Ob ihr da jetzt das vorgibt mit einem Hub, dass er da lang muss, oder ob ihr sagt, mir ist es erstmal egal, der Hund soll vorne um die Tonne rum und irgendwo nach hinten belohne ich dann. Das wäre auch möglich. Also ihr habt hier auch wieder natürlich, auch für die Leute, die kein Hoopers machen wollen, viele Möglichkeiten. Um das Ganze noch mal deutlicher zu machen und auch ein Beispiel für euch noch zu geben, was ihr auch für euch stellen könnt, habe ich hier einen kleinen Mini-Parcours aufgestellt mit mehreren Möglichkeiten für Außen und Weg. Ich zeige euch mal kurz, wie er ablaufen soll. Das heißt, wir fangen hier an. Wir wollen hier ein Weg. Wir wollen, dass der Hund dann nach hinten läuft und dann ein Außen macht an der Tonne ganz im Hintergrund.
dann durch die zwei Hubs kommt und mit einem Außen um die Tonne wieder hier zu dem Anfangshub zurückkommt. Bei der zweiten Runde machen wir dasselbe, nur dass wir diesmal eben diese letzte Tonne eben als Weg benutzen, um den Hund nach hinten weiter zu schicken. So könntet ihr hier immer den Hund im Kreis rumschicken, also auch das wäre möglich. Wir zeigen euch jetzt beide Varianten und ihr könnt das dann nachmachen. Lauf, zut, zut, weg, lauf, außen, lauf, lauf, außen, lauf, super. Lauf, weg, lauf, außen, lauf, lauf, außen, lauf. Yeah. Lauf, zut, zut, weg, lauf, außen, lauf, lauf, zut, 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 weg. Lauf, außen, lauf, super. Lauf, weg, lauf, außen, lauf, lauf, weg, lauf, außen, lauf, lauf, super. Ja, ihr Lieben, das war's jetzt von unserer Seite. Ich hoffe, ihr konntet verstehen, was der Unterschied zwischen einem Weg und einem Außen ist. Wenn ihr da noch mehr Input braucht, dann sagt mir Bescheid. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt eure Fragen auch gern zu anderen Themen in die Kommentare. Dann kann ich die aufgreifen und euch eben Videos dazu machen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß und Erfolg beim Trainieren und bis bald!